Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Kramer und Röhl. Wir sind ja immer noch in Berlin, wir senden aus Berlin-Mitte, aber wir senden eben im Moment nicht nebeneinander, sondern wie es sich nach den Regierungsvorgaben gehört, im Social Distancing Mode. Wir, das sind Christian W. Röhl aus der Friedrichstraße und ich, Tobias Kramer, hier vom Lützowufer, und zusammen präsentieren wir euch dieses neue Format, diese Sendung mit Blicken auf den Markt, mit drei Aktien, die noch wir ausgewählt haben aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage, und natürlich mit dem obligatorischen Highlight zum Start jeder Echtgeld-TV-Sendung und natürlich auch mit Christian mit dem Disclaimer. Ja, hallo auch von meiner Seite, und wie in jeder Echtgeld-TV-Sendung gilt: das, was wir hier machen, das ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir sagen hier unsere Meinung zu Investments, und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein eure Sache. Folglich können wir dafür auch keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Echtgeld-TV-Lounge, was ist denn das? Nun ja, dann einfach mal auf www.echtgeld.tv gehen, sich registrieren, und dann gibt es Zugang zu allen Unterlagen, zum Archiv und natürlich auch regelmäßig Erinnerungen, wann Sendungen und Events stattfinden. Und bei unserem neuen Format Kramer und Röhl soll es vor allen Dingen darum gehen, dass wir euch so ein bisschen abholen, euch mit unserer Sicht auf die Märkte vertraut machen, mit unseren Meinungen ganz wichtig vertraut machen. Die müsst ihr ja nicht an jeder Stelle teilen, und wir sind uns ziemlich sicher, dass heute ein paar Meinungen dabei sein werden, die nicht von allen geteilt werden. Und wir wollen auf aktuelle Themen eingehen, und wir werden auf aktuelle Themen eingehen. Und wir haben verschiedene Sachen heute mit dabei. Wir müssen natürlich mal ganz kurz über das Thema Corona sprechen. Christian, aus meiner Sicht ist es ja, also beim letzten Mal hatten wir ja das Thema, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Da hat dann ein Zuhörer ja den wertvollen Hinweis gegeben, naja, nach dem Motto, möglichst alles im Griff behalten, bis der Impfstoff da ist. Man weiß aber trotzdem nicht, wann der Impfstoff da ist. Und was mir im Moment so ein bisschen weiterhin fehlt, ist die Guidance, was sind die nächsten Schritte. Die dürfen sich ja gerne verschieben, aber so irgendwie die nächsten Schritte klar abgezählt. Vielleicht hat es Frau Merkel ja im Vorgriff quasi auf diese Sendung, wir zeichnen am 30.04. auf, bereits getan. Aber so dein Bild im Moment von der Situation, die wir hier haben? Naja, es fühlt sich an, als wenn jeden Tag irgendwie Wochenende wäre. Ja, es geht nicht irgendwie weiter, es tut sich nichts. Die Kurven sind ganz erfreulich, aber bei vielen Fragen bleibt halt das dicke Fragezeichen. Mich persönlich spricht natürlich als Vater sehr das Thema Kinder an. Da sagte Frau Giffey, die Familienministerin, heute in der Süddeutschen Zeitung, ja, Kinder, wir müssen da viel mehr drüber reden. Da sage ich, nein, wir müssen da nicht drüber reden, wir müssen handeln. Und was Frau Giffey ein Konzept nennt, was sie angeblich ausgearbeitet hat, wo einfach nur drin steht, es soll langfristig wieder ein Regelbetrieb von Kindergärten stattfinden. Das ist eine Ansammlung von Plattitüden. Man muss natürlich dazu sagen, die Politik hat es schwer. Hier kann man nur auf Sicht fahren. Ich würde mir wünschen, an der einen oder anderen Stelle würde besser kommuniziert. Ansonsten, Thema Corona, habe ich ein ganz wichtiges Highlight, eine wichtige Zielmarke, nämlich am 4. Mai um 8 Uhr verschwindet endlich das tote Eichhörnchen auf meinem Schädel. Sprich, die Haare, die dort sprießen, werden mal wieder in eine Frisur umgewandelt. Ich freue mich, dass meine Friseurin wieder kommen darf, dass sie auch wieder Umsatz machen darf und dass sie es dann gleich am Anfang bei mir macht. Denn ich habe es selber versucht und habe mir so einen kleinen Scholz hier in die Seite geritzt und bin ganz froh, wenn das dann wieder eine Fachfrau ist. Eine Sache hast du eben schon angesprochen, die erscheint mir eben auch besonders wichtig, dieses Thema. Beim Thema auf Sicht fahren, das ist ja alles gut und schön, nur wenn man in ein Auto einsteigt, was in irgendeiner Form auch mit Schnee vorliegt, und man weiß, man muss jetzt erstmal den Schnee wegmachen, hat man ja dann auch danach, wenn man dann losfährt, auch in irgendeiner Form eine Richtung, in die man fahren will und wo man hin will. Und diese Richtungsanzeige, diese Richtungsansage, was auch mögliche Determinanten für nächste Schritte sind, die fehlt mir. Und
man muss sich ja trotz all dem klar machen, das ist in der Schweiz sicher besser gelöst. Man muss sich ja trotz all dem klar machen, dass wir im Vergleich zu den USA aber sehr, sehr angenehme Zustände haben. Dort, wo man im Land mehr Tote hat als Kanada-Fälle und wo die Situation eben trotz jetzt auch zurückgehender Zahlen dramatisch ist. Und zwar nicht nur an der Corona-Front, sondern auch an der Arbeitslosenfront. Eine große amerikanische Investmentbank, bei der ich gestern auf einer Online-Veranstaltung zu Gast sein konnte, prognostiziert für die nächsten Monate 40 Millionen Arbeitslose. Und das ist eben dann für die USA auch schon ein richtig heftiger Einschlag wirtschaftlich, der aber im Moment mit Notenbankgeld total zugeworfen wird, Christian. Naja, es wird nicht der Einschlag mit Notenbankgeld zugeworfen, sondern es wird lediglich die Wirkung dieses Einschlags auf die Börse für den Moment zugeworfen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wie es in der Realwirtschaft aussieht, das erkennen wir halt daran, was an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe da ist. Das sehen wir auch hier in Deutschland. 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Und das werden nicht alles Jobrückkehrer sein, da sollten wir uns nichts vormachen. Also die Frage ist nach wie vor, ja, dass die Börsenkurse sich so positiv entwickelt haben die letzten 4 Wochen, ist sehr, sehr erfreulich. Das impliziert ein schnelles V, und zwar ein V auch zurück zu einer Realität, wie wir sie kannten, und nicht zu einer neuen Realität. Aber es gibt eben, das haben wir hier verschiedentlich gesagt, auch andere Szenarien. Und diese Szenarien momentan für die Realwirtschaft tun weh. Wir müssen aus jeder Hinsicht hoffen, dass es wirklich ein V wird. Nämlich nicht nur mit Blick auf die Börse, sondern vielmehr auch mit Blick auf Lebensumstände. Wenn es ein langes U wird oder sogar ein L, sprich eine Deflation oder eine sehr mühsame, langsame Erholung, hat das natürlich immense Auswirkungen auf das soziale Gleichgewicht. Es kann auch immense politische Auswirkungen haben. Und viele von diesen Auswirkungen, die wollen wir gar nicht testen. Ja, das ist in jedem Fall richtig. Und die Potenziale, die da schlummern, wenn das nicht nur in den USA solche Werte erreicht und dann möglicherweise in einem gewissen Zeitraum so stehen bleibt, sondern auch in Europa, die wären in der Tat dramatisch. Wir gehen zum ersten wichtigen Themenschwerpunkt, der insbesondere die letzte Woche sicherlich auch bei euch von den Meldungen einigermaßen durcheinander gewürfelt hat. Aber wir wollen noch mal über ein Thema sprechen, was relativ intensiv auch Marktteilnehmer, Kommentatoren umgetrieben hat, weil das gab es eben bisher nicht, dass der Preis, nennen wir ihn mal erstmal so, der Preis für einen Rohstoff auf einmal dramatisch gefallen ist, und zwar nicht um 50%, nicht um 80% und eben auch nicht nur um 100%, sondern Öl hat es tatsächlich geschafft, in der letzten Woche um mehr als 300% ins Minus zu drehen, also eine 300% Negativ-Performance zu haben und damit bei knapp minus 40 US-Dollar zu notieren. Und vielen Anlegern ist auf einmal etwas klar geworden, dass Futures und Optionen eben etwas brutal unterschiedliches sind, dass unbedingtes und bedingtes Termingeschäft etwas unterschiedliches ist. Aber so richtig einsehbar, Christian, dieser negative Ölpreis ist schon Wahnsinn, oder? Ja, also jetzt schmeißt du gleich schon wieder mit Begriffen um dich, von denen ich ja hoffe, dass die meisten unserer Zuschauer und Zuhörer mit diesen Begriffen nichts anfangen können. Wenn wir hier alles Futures und Options Trader haben, naja, dann werden wahrscheinlich viele hier nicht das finden, über was sie sich eigentlich informieren wollen. Wir sollten einfach mal einen Schritt zurück machen. Die wichtigste Aussage zu den letzten 8 Tagen ist: Den Ölpreis, der in Medien ja immer wieder erwähnt wird, den gibt es gar nicht. Ja, der Ölpreis nach dem Motto, der Preis für Gold, so nach dem Motto, ich kaufe jetzt hier Gold, kann es sofort mitnehmen, ich kaufe eine Aktie an der Börse, kann sie sofort in mein Depot eingebucht bekommen. Diesen Preis, diesen sogenannten Spotpreis, der immer gültig ist, den gibt es einfach nicht, sondern man muss, wenn man über einen Rohstoff spricht, immer darüber sprechen, wann
Geht's denn um die Lieferung des Rohstoffs? Weil so ein paar Barrel Öl, ein Kontrakt hat halt nun mal 1000 Barrel, 159.000 Liter. Die kann man ja nicht einfach so mal eben bewegen. Und über welche Sorte von Öl sprechen wir? Und dann ist ganz wichtig, nicht der Ölpreis ist negativ gewesen, sondern ein einziger, der nächstfällige Kontrakt auf eine bestimmte Ölsorte, nämlich West Texas Intermediate, ist für einen Tag negativ gewesen, eben weil niemand dieses Öl abnehmen wollte. Das ist eine sehr, sehr wesentliche Entscheidung, insbesondere auch dann, wenn man heute auf den Ölpreis schaut, da stellt man nämlich fest, der Ölpreis ist nicht mehr negativ und zwar nicht, weil er jetzt so rasant gestiegen ist, sondern weil dieser eine Liefertermin jetzt verstrichen ist und jetzt guckt man auf den nächstfälligen Liefertermin, das ist dann Ende Mai, da läuft dann der nächste Kontrakt aus und der ist immer noch positiv. Bei WTI 14 Dollar, bei anderen Ölsorten war er nie negativ, bei Brent, beim Nordseeöl sind wir auch jetzt bei 25. Ja, aber was passiert ist und was wir für die Zuschauer auch in Grafiken in der Echtgeld-TV-Lounge vorbereitet haben, sind mal so charttechnische oder so Entwicklungen dieser verschiedenen Future-Preise, wo man eben sieht und wir dann eben auch darüber sprechen, dass diese Preise im Vergleich zu Ende März eben einigermaßen ordentlich nach unten gegangen sind, nämlich so in dem Bereich von 4 Dollar nach unten, was dann eben bei bestimmten Preisniveaus auf einmal eine gewisse Dramatik hat, weil wenn der Preis vorher eben bei 20 ist und dann nur noch auf 16 und dann immer weiterfällt, dann ist es prozentual eben schon mal ein bisschen kräftiger als irgendwelche in der Zukunft liegenden Preise, zum Beispiel im Januar 2022, wo der Future bei etwa 36 US-Dollar steht, zumindest am 30.04., wo wir diese Sendung aufzeichnen. Man sieht also ganz klar, wenn man sich solche Kurven anschaut, das sind letztendlich ja Lieferkurven, je später geliefert wird, umso höher ist der Preis. Für die Verpflichtung jetzt abzunehmen, muss man entsprechend weniger bezahlen. Letzte Woche hat man dafür sofort eine Prämie bekommen, wenn man denn auch dann ein Lager hatte. Erfüllungsort ist auch nicht irgendwo, sondern es ist das kleine Dörfchen Cushing in Oklahoma. Insofern wirklich sehr spezielle Charakteristika, die dazu beigetragen haben. Es ist eine spektakuläre Geschichte. Das hat es noch nicht gegeben, dass ein solcher Kontrakt negativ war. Aber man darf es auch nicht allzu hoch hängen. Es ist nicht so, als wenn wir jetzt, indem wir zur Tankstelle fahren, noch erwarten können, dass wir dort bezahlt werden dafür, dass wir dort was abnehmen. Das ist aus vielerlei Gründen nicht so. Der letzte Grund ist natürlich, dass auf Sprit schon mal eine Menge Steuer ist. Ist fix, die wird es immer geben. Dann ist Sprit natürlich nicht Erdöl, sondern es ist ein raffiniertes Produkt. Und wie gesagt, es geht nur um einen Future und es geht auch nur um eine Ölsorte. Aber wo wir... Gleichwohl, wir haben momentan den Druck, dass wesentlich weniger Öl verbraucht wird, bedingt durch Corona. Gleichzeitig der Markt mit Öl geflutet wird, weil ölproduzierende Staaten Einnahmen brauchen. Und in dieser Situation kann es durchaus sein, dass auch in 3 Wochen, wenn der nächste Kontrakt fällig wird, wieder zu viel Öl da ist. Insofern, wenn ihr dann das Gleiche wieder hört, wundert euch nicht, haltet das aber bitte, was wir gesagt haben über Fälligkeiten von Futures, im Hintergrund. Und behaltet bei eventuellen Überlegungen, in Öl zu investieren, vor allen Dingen auch die Rollproblematik bei diesen Kontrakten im Hinterkopf und informiert euch sehr, sehr genau, in welches Produkt ihr dann gegebenenfalls investieren wollt, wenn ihr... Einspruch. Privatanleger können Ölaktien kaufen. Privatanleger haben in Ölprodukten nichts verloren. Dieser Mechanismus läuft brutal gegen Anleger. Dieser Rollmechanismus, weil irgendwann ist der Future fällig und ihr wollt ja nicht irgendwas geliefert kriegen. Deshalb meine Meinung ganz klar, guckt euch die Produkte an. Wenn ihr mal immer wissen wolltet, was schlechte Finanzprodukte sind, dann könnt ihr diese gerollten Ölprodukte angucken. Ansonsten natürlich, es gibt auch Produkte auf einzelne Futures-Kontrakte. Ich hatte die Diskussion letzte Woche
mit Stefan Mayriedl von Smart Anlegen bei mir auf dem Twitter-Account. Da hat er ein gutes Produkt gefunden. Das war auf einen einzelnen Kontrakt. Das hat diesen Problem eliminiert. Und dann ist das Produkt gut gelaufen und plötzlich war es nicht mehr handelbar. Deshalb Finger weg, wenn ihr euch mit Öl beschäftigt. Es reicht doch, Ölaktien zu haben. Gut. Also meine Einschätzung ist da im Grunde genommen relativ ähnlich, dass Öl grundsätzlich vollkommener Blödsinn für Privatanleger ist, ist das eine. Der Punkt ist aber auch der, aus irgendwelchen Gründen weiß ich, dass die Interessenlage ganz oft anders ist und es gibt eben trotzdem Leute, Christian, die sich nach deinem Ratschlag gar nicht richten und trotzdem ein bestimmtes Quantum ihres Geldes in Öl packen wollen, sich möglicherweise auch gar nicht darüber klar sind, welche Dimensionen ein solches Investment dann auch in der Räumlichkeit dieses Investments hat. Aber dann ist es eben so und von daher erstmal informieren, bevor es zum Investieren geht. Da geht Christian zumindest auch mit, auch wenn er eine etwas drastischere Meinung beim Thema Öl hat und auf Ölaktien eher setzen würde, wobei wir ja in diesem Format auch schon auf Ölaktien eingegangen sind, und jetzt bin ich auch wieder in der richtigen Kamera, auf Ölaktien eingegangen sind, die, bei denen wir nicht so ganz davon überzeugt waren, dass das, was die in der Vergangenheit vor allen Dingen an Dividenden ausgeschüttet haben, so besonders nachhaltig ist, vor allen Dingen, weil es ja auch Unternehmen gab, die mehr Dividende schon ausgeschüttet haben, als sie Gewinne machen. Und wenn die Gewinne dann dramatisch einbrechen, wie es jetzt einem zweiten Unternehmen auch passiert ist, das heute Morgen seine Bekanntmachung gemacht hat, dann kann es auch mal passieren, dass eine Historie von Dividenden von gleichbleibenden Dividenden oder auch steigenden Dividenden, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges existiert hat, auf einmal gebrochen ist. Und damit sind wir bei Royal Dutch Shell. Ja, wir wollen jetzt keine genaue Betrachtung zu Royal Dutch Shell machen, weil das haben wir eigentlich vor 4 oder 6 Wochen gemacht. Könnt ihr im Archiv finden auf www.echtgeld.tv. Unsere Quintessenz damals: gutes Unternehmen, gut aufgestellt, auch was Alternativen zu Öl angeht, aber dieses Unternehmen leidet darunter, dass man alles tut, um in diesen Zeiten die Aktionäre bei Laune zu halten. Und man hat damals schon angekündigt, also man möchte die Aktienrückkäufe zunächst mal einstellen. Man wird aber auch Investitionen einstellen. An der Dividende hat man damals noch nichts gemacht. Wir haben damals gesagt, also diese Dividende ist nicht nachhaltig. Es ist ja schön, dass man seit 75 Jahren nicht gesenkt hat, aber man muss es eben auch verdienen. Das war schon die letzten Jahre nicht der Fall. Schon da ist mehr an die Aktionäre ausgekehrt worden, als an Free Cashflow reingekommen ist. Und ich habe damals gesagt, überfällig wäre es im Sinne eines nachhaltigen Managements, sich von dieser Geißel der Dividende zu befreien und das Unternehmen nur noch irgendwie darauf auszurichten, dass man bloß diese Dividende zahlen kann. Wir haben auch davor gewarnt, dass Anleger diese Dividendenrendite, die drauf stand, von 10%, doch bitte nicht als Argument nehmen, in Royal Dutch einzusteigen. So wie wir es auch schon bei Daimler und bei anderen Unternehmen im Übrigen getan haben. Genau. Also diese pure Fokussierung auf die Dividendenrendite, keine gute Idee. Nein, bringt gar nichts, ist schädlich, haben wir oft genug drüber gesprochen. Vielleicht hat sich der eine oder andere dran gehalten. Es gibt gute Argumente, gab auch gute Argumente, Ölaktien zu kaufen, nämlich weil sie ein über die Zeit recht ordentliches Tracking des Ölpreises ermöglichen. Aber die Dividende sollte eben nicht das Argument sein. Jetzt, heute muss ich sagen, ist Royal Dutch vom Management her bei mir in der Achtung immens gestiegen, denn sie haben sich entschieden, Dividende von 47 Dollar Cent pro Quartal runter auf 16 Dollar Cent pro Quartal. Das können sie sich leisten. Das ist übrigens immer noch eine ganz ordentliche Dividendenrendite, die jetzt da steht. Das lässt dem Unternehmen aber Spielraum, auch sich jetzt zu transformieren, sich auch einzustellen auf ein New Normal am Ölmarkt. Blaupause gab es schon eine Woche zuvor von einem Konzern, der wirklich nachhaltig gemanagt wird, der nicht Aktionären auf Biegen oder Brechen gefallen muss, nämlich Equinor, der norwegische Staatsölkonzern, über 50% hat das Königreich Norwegen. Die haben als erste gesenkt, somit die Blaupause geliefert. Und jetzt sind wir auch beim Öl in einem New Normal. Und ich muss sagen, für mich wird der Sektor da mit langfristigem Fokus auch wieder interessant, wenn ich
Unternehmen und Manager sehe, die das Geschäft entwickeln und nicht eine Shareholder-Value-Illusion aufrechterhalten, an der man in Zeiten, wo die Gewinne auch strukturell erodieren werden, einfach nicht mehr festhalten kann. Und da ist Royal Dutch Shell ja auch ein bisschen stärker bei der Dividendenkürzung gewesen als bei dem aktuellen Gewinnreporting. Das heißt, da ist eben auch schon so ein bisschen Forecast drin, dass man davon ausgeht, dass das nicht so ganz schnell vorbeigeht, sondern dass man sich da auch noch auf einiges weiteres einstellt. Christian hatte vorhin schon gesagt, dass der weltweite Ölverbrauch zurückgegangen ist. Man spricht von 30%, wo aktuell dieser Rückgang zu sehen ist. Und darunter leidet dann eben auch Royal Dutch. Ein weiteres Unternehmen, Christian, vielleicht ganz kurz, was im Moment stark in der Diskussion ist und was wir hier in der Dreierliste für heute nicht drin haben, aber was viele Anleger auch beschäftigt, ist die Lufthansa, die ja im Moment nicht so sehr mit dem niedrigen Ölpreis zu haben, sondern einfach damit, dass sie Fixkosten hat und jetzt eine interessante Information rausgegeben hat. Marktkapitalisierung des Unternehmens im Moment so 4 Milliarden, Enterprise Value knappe 11 Milliarden. Und da hat man jetzt festgestellt, dass man offenbar 10 Milliarden Euro braucht, um durch diese Krise durchzukommen. Was machen wir denn da? Naja, also wir machen gar nichts. Als Steuerzahler machen wir mit. Ich habe Airline-Aktien nie angefasst. Als Steuerzahler werden wir in irgendeiner Form dabei sein müssen. Ich hoffe, dass es in einer Form passiert, die auch die Rolle des Staates und des Steuerzahlers hier in angemessener Form prämiert. Wenn man ins Risiko geht, dann soll man auch was von den Gewinnen haben. Ich bin strikt dagegen, dass der Staat sich als Unternehmer einmischt. Das hat nie wirklich funktioniert. Aber in dieser Situation jetzt Geld zu geben, sollte sich darin auch äußern, dass man dann, wenn die Lufthansa wieder Gewinne einfliegt, auch entsprechend daran als Staat partizipiert. Wir haben eine Blaupause dafür gesehen bei der Bankenrettung in den USA von niemand Geringerem als Warren Buffett. Warren Buffett hat sogenannte Preferred Shares, die liegen irgendwo hier, ja, bei zwischen Genussscheinen und Nachrangkapital, zum Beispiel bei Goldman Sachs gezeichnet. Er hat Geld reingegeben, hat einen erhöhten Zins bekommen, er hat eine Chance, diese Preferred Shares zu wandeln, beziehungsweise er wurde bei späteren Gewinnen bevorrechtigt bedient. Und eine solche Konstruktion würde ich mir auch aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland und der anderen Staaten hier wünschen, gleichzeitig auch aus Sicht der Lufthansa. Denn wenn da am Ende zwei Politiker meinen, sie müssten im Aufsichtsrat mitreden, dann ist der Lufthansa sicherlich auch nicht geholfen. Ja. Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Aus meiner Sicht dessen, wenn ein Unternehmen eine Enterprise Value von 10, 11 Milliarden hat und genau dieses als Kapitalbedarf feststellt, dann leitet sich daraus im Grunde genommen auch so ein gewisser Mindestanteil für denjenigen ab, der das Geld gibt. Und im Übrigen, die Aktionäre sind ja im Zweifelsfall auch aufgerufen, dieses Geld zu bringen. Es muss ja nicht unbedingt der Bund sein, aber wenn es der Bund ist, dann sollte er eben in der Tat auch als dieser, na, Länder vielleicht nicht, aber Investor of Last Resort eine Bevorrechtigung haben. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch noch ein paar Investoren. Herr Thiele von Knorr Bremse hat sich ja über die Börse schon eingekauft. Das ist schön, allerdings hat das Unternehmen nichts davon, wenn über die Börse Aktien gekauft werden. Und wenn er an die Lufthansa glaubt, finde ich das großartig. Ich bin sowieso der Meinung, es ist immer besser, wenn privates Kapital in solche Unternehmen fließt, als wenn der Staat auf Gedeih und Verderb retten muss. Also Herr Thiele wird ja vielleicht, nachdem er ja aus seinem eigenen Unternehmen Knorr Bremse eine ordentliche Dividende bekommt, gleich mal was durchrouten und vielleicht mal eine Kapitalerhöhung bei der Lufthansa mitzahlen. Und vergessen wir nicht, dass in diesem Land ja auch genug Geld auf unverzinsten oder teilweise sogar kostenpflichtigen Konten rumliegt, was auf Investitionen wartet. Und da kann ja auch so ein Genusskapital, so ein Preferred-Kapital oder welche Konstruktion man da in diesen Zeiten auch immer findet, ja, sich ausgedacht werden und dann auch vielleicht zuerst den Bürgern oder anderen Investoren auch zugänglich gemacht werden, bevor dann, wenn es dann nicht anders geht und der Staat ein auch infrastrukturtechnisches Interesse daran hat, eingreifen und diese Positionen bei sich aufnehmen mit der entsprechenden Chance nach oben. Und über Chancen
die es nach oben und Risiken, die es natürlich auch nach unten gibt, wollen wir jetzt auch noch sprechen, indem wir euch drei Einzeltitel nochmal ins Gedächtnis rufen oder vorstellen, um die es in den letzten Tagen ein wenig intensiver ging. Und wir fangen dabei an mit einem amerikanischen Unternehmen, was ein extrem einfaches Börsenkürzel hat. Das sind 3Ms. Die Firma heißt 3M und die machen ja, also lustigerweise war es bei mir damals die erste Assoziation, dass ich nicht an mein geliebtes Scotch-Klebeband gedacht habe und auch nicht an die Post-its, sondern in der Corona-Situation in der Tat an die Atemmasken, die dann aber auch gar nicht so intensiv verfügbar waren. Aber zumindest wird 3M, Christian, einigermaßen in der Lage sein, hier die Produktion intensiv hochzufahren, oder? Ja, das sind sie. Es gab ja einen Streit darüber mit Donald Trump, der das Unternehmen eigentlich schon mit einem Act aus der Kriegswirtschaft zwingen wollte, mehr Masken zu produzieren und die entsprechenden Masken dann auch zu hervorbestimmten Preisen abzugeben. Das konnte man dann auf dem Verhandlungswege beilegen, aber das sollte wirklich machbar sein. Nur sollte man jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, hey, das ist jetzt der große Corona-Profiteur, 3M. Dafür ist das Geschäft zu klein, beziehungsweise dafür ist das Unternehmen schlichtweg zu groß. Wir reden hier über ein Unternehmen mit 60.000 einzelnen Produkten, mit über 100.000 Patenten und dieser gesamte Bereich von Medical Solutions, zu dem dann als Winzling auch noch diese Masken gehören, der trägt gerade mal 10% zum Umsatz bei. 12% sind es beispielsweise bei den Klebelösungen, sowohl für das Office als auch für B2B. Office alleine, also deine Post-its und dein Scotch-Klebeband, das sind irgendwie 4%. Man sieht schon, das ist sehr schwierig, diesen Konzern irgendwie einzusortieren. Es gibt kaum einen Sektor, für den man keine Anwendungen hat. Es ist letztendlich ein Konglomerat von Industrietechnologie. Das geht dann bis in Bereiche wie Water Purification, also Wasserreinhaltung. Diese Sparte alleine macht 790 Millionen US-Dollar, wäre also eigentlich in Deutschland separat gelistet, wahrscheinlich ein MDAX-Unternehmen bei der Profitabilität, aber tatsächlich geht es halt in diesem Konzern als irgendeine 0,-Fliegenschiss-Sparte nahezu unter. Es ist also ein Riesenreich, mit dem wir es hier zu tun haben, und Riesenreiche haben ja auch immer dieselben Probleme. So. Und was 3M im Moment eben auch ausmacht, ist, dass sie sehr, sehr offensiv auch informieren, also auch die Quartalszahlen, die jetzt vorgelegt wurden, waren etwas, was noch außerhalb der Corona-Pandemie im Grunde genommen stattgefunden haben. Da gab es gar nicht so schlimme Erkenntnisse aus diesem Zeitraum, aber man merkt jetzt eben fürs zweite Quartal, dass man bei den amerikanischen Umsätzen 20% hinten liegt, dass man in Asien weniger als 10% hinten liegt und in Europa eben im Bereich 15% an Umsätzen verliert und man deswegen im Moment umstellt von der quartalsweisen Berichterstattung auf die monatliche Berichterstattung und so Investoren auf dem Laufenden hält, was da eigentlich gerade passiert. Also unter Service-Gesichtspunkten, ob nun V, W, U oder L, eine ganz gute Sache, für die sich 3M hier einsetzt. Ansonsten von den Bewertungszahlen im Moment ein KGV erwartet für dieses Jahr mit einem gewissen Gewinnrückgang natürlich von 19,3. Das ist für ein solches Unternehmen auch in einer solchen Zeit eigentlich immer noch ganz okay. Wenn man sich die Dividende anschaut, 3,8%, und man vielleicht sagt, da möchte ich, 4% ist ja der Anteil von Scotch Klebeband und 4% also und von den Post-its. Wenn man eine 4%ige Dividendenrendite aus diesem Grund oder aus irgendeinem anderen haben will, dann ist hier beispielsweise so eine Limit Order im Bereich von 147 US-Dollar anzuraten. Was man bei 3M auf jeden Fall auch sehen sollte, ist, wenn man sich das gesamte Unternehmen anschaut, dass die Umsätze in den letzten Jahren stagnieren. Seit 2014 ist da nicht besonders viel passiert.
eigentlich sogar eher schwieriger geworden, denn beim Net Income ist man bei gleichbleiben, bei etwa gleichgebliebenen Umsatz um 10% zurückgekommen. Aber durch ein einigermaßenes Financial Engineering, was vor allen Dingen darin bestanden hat, dann Aktien zurückzukaufen, ist es gelungen, die Earnings per Share um 4% immerhin zu steigern in diesem Zeitraum. Und das ist etwas, Christian, droht da aus deiner Sicht bei dem Unternehmen Gefahr oder ist es etwas, was man relativ entspannt hinnehmen kann, weil es ansonsten bilanziell sehr gut aufgestellt ist? Ja, sie haben es ja nicht so übertrieben, dass sie kein Eigenkapital mehr haben. Das haben wir ja auch schon in den USA des Öfteren gesehen. Also das ist hier noch im Rahmen geblieben. Aktienrückkäufe sind ja nichts Schlechtes, insbesondere wenn man die Aktienrückkäufe auch noch getätigt hat, zum Beispiel im letzten Jahr, wo es ja dann auch schon im Kurs wieder günstiger wurde. Das wollen wir ja nicht vergessen, denn das Unternehmen hat natürlich selber gesehen, okay, der Umsatz stagniert und die operative Profitabilität geht zurück. Aber das ist in so großen Einheiten ja immer mal wieder der Fall. Diese Einheiten, diese Konzerne werden träge und dann sammeln sich plötzlich Kostenpositionen an, die man eigentlich ganz gut einsparen könnte. Dann geht was von der Marge runter. Wir hatten das schon im letzten Jahr mal besprochen, dass dort ein Programm gestartet wurde, die Effizienz wieder zu erhöhen. Man hat ein paar Übernahmen getätigt, die haben sich auch jetzt bereits in den Zahlen ganz gut gezeigt im Vergleich des ersten Quartals 2020 mit dem ersten Quartal 2019. Da sehen wir insgesamt inklusive der neu erworbenen Geschäfte 4,8% Umsatzanstieg. Man hat das auch zu einem vernünftigen Preis gekauft. Insofern, man kann da schon von einem Qualitätsunternehmen sprechen. Wichtig allerdings, du sprachst die Dividende an. Wir haben es hier zu tun mit einem Dividendenaristokraten, also über 25 Dividendenanhebungen in Folge. Aber wir wissen ja auch aus der heutigen Beschäftigung mit Royal Dutch, dass der Track-Record nicht alles ist. Und deshalb ist natürlich wichtig, auch zu prüfen, wird diese Dividende denn verdient? Da muss man sagen, ja, selbst dieses Jahr auch noch recht komfortabel. Man rechnet damit, dass jetzt etwa $8 pro Aktie verdient werden. Die Dividende auf dem Niveau, auf dem sie jetzt gezahlt wird, sind weniger als $6. Das heißt, das ist auch noch im Dividendenadelkorridor. Von dort also droht zunächst mal kein Ungemach. Gleichzeitig bilanzielle Reserven sind auch noch da. Und das sollten Anleger allerdings bedenken. Wachstum, wichtiges Thema. Da haben wir in den letzten 10 Jahren ein zweistelliges Plus gesehen. Dieses zweistellige Plus, das wird hier sicherlich nicht machbar sein in dieser Form für die nächsten 10 Jahre, sondern man sollte sich darauf einstellen, dass die Dividendenrendite, die man sich hier einkaufen kann, sehr gut abgesichert ist. Ne? Sicher, garantiert ist nichts, das wissen wir auch, aber sehr gut abgesichert ist, aber tendenziell eher mal einige Jahre mit 2-3% nur steigen wird. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist beispielsweise bei Nestlé, bei Novartis, bei Roche so gewesen in den letzten Jahren. Und irgendwann haben dann alle Unternehmen ihre Reorganisation aus dem, ja, Stadium des etwas Überfetteten wieder hingekriegt, sind wieder fit und prompt ist auch der Kurs entsprechend gelaufen. Das ist keine Aktie, wo man jetzt heute hinrennen muss, um sie heute zu kaufen. Aber wenn man was kaufen möchte, wenn man den Industriesektor im Portfolio ein bisschen aufpeppen möchte, dann ist 3M natürlich eine sehr gute, sehr breit diversifizierte Alternative ohne internes sektorales Klumpenrisiko. Und die zweite Aktie, die wir heute haben, die wir uns heute anschauen wollen, ist Spotify. Da haben wir nämlich eine Situation bei dem Unternehmen, dass wir jetzt gerade Quartalszahlen vorgelegt bekommen haben, auch mit Erkenntnissen, die wir in der Sendung heute sogar schon gehört haben, als Christian gesagt hat, eigentlich fühlt sich im Moment jeder Tag an wie Wochenende, denn diese Erkenntnis kam mir irgendwie bekannt vor, denn die stand doch auch so bei Spotify irgendwo drin, oder Christian? Ja, genau daher habe ich das auch. Wobei, ich habe letzte Woche schon mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir hatten das auch schon gesagt. Es ist alles die gleiche Soße. Fühlt sich alles an wie Wochenende. Gerade dann, wenn man natürlich sowieso Homeoffice gewohnt ist. Aber zurück zu Spotify. In der Tat, die stellen normalerweise fest, unter der Woche werden die Inhalte
sehr viel mobil abgerufen aus dem Auto, vom Handy, während am Wochenende die Podcasts und Musikfiles stationär abgerufen werden, vom Desktop und natürlich auch von so Play-Geräten, Playstation oder sowas. Ich wusste bis dato gar nicht, dass das überhaupt geht, weil ich habe so ein Ding ja nicht. Aber ne, momentan ist es halt so, unterwegs sind die Leute nicht und man nutzt das Ganze halt über die klassischen Homey-Interfaces. Und auch wenn man in die Musikabrufe und Podcast-Abrufe hineinschaut, erkennt man die ja, Resilienzmuster sozusagen, die Wochenendmuster, sehr beliebt, chillige Musik zum Entspannen und Meditations- und Yoga-Podcasts. Also wirklich von daher, vom Produktangebot als Medium her, ein Corona-Profiteur und das hat sich auch in den Zahlen wiedergespiegelt, einen sehr, sehr deutlichen Anstieg der bezahlten Nutzer, Paid Subscriber, jetzt 130 Millionen Menschen, 30% mehr. Und das ist eine großartige Wachstumsstory. Und bei der Zahl merkt man natürlich auch sehr, sehr schnell, wenn man das beispielsweise mit Netflix-Zahlen dann mal vergleicht, wo ja einfach noch mehr als zwei, also wo zwei Nullen zunächst mal rangehangen werden können. Und das reicht dann bei den Subscribern immer noch nicht so richtig, dass da noch richtig Wumms beim Potenzial besteht. Und damit natürlich auch richtig Potenzial, was die Umsätze und die Umsatzentwicklung anbelangt. Und bei Spotify ist es ja ein bisschen anders, weil die müssen ja auch noch einen relativ ordentlichen Betrag, denke ich, Christian, an die Künstler abgeben. Oder wie läuft das da? Ja, das sind, also sie weisen aus rund 900 Millionen Dollar Royalty Fees. Das sind mal die primären Zahlungen, die sie leisten müssen für Lizenzen. Aber da sind natürlich noch Paketdeals, die in anderen Kostenpositionen bzw. G&V-Positionen versteckt sind. Also insgesamt ist das natürlich schon über eine Milliarde. Gleichzeitig haben sie natürlich gegenüber Netflix den großen Vorteil, sie müssen nichts produzieren, sondern das erledigen die Künstler. Sie sind also da nicht in einem solchen Risiko, was heißt, dass sie vielleicht auf der Kostenseite auch wesentlich flexibler agieren können. Das würde ich mir auch zum Beispiel wünschen, weil 900 Millionen Dollar Sales- und Marketingausgaben bei einem Umsatz momentan von 7,5 Milliarden Dollar, das ist vielleicht momentan okay, aber das könnte sich von der Relation her ja doch deutlich verschieben. Da kann der Umsatz nochmal deutlich steigern, ohne dass man proportional diese Ausgaben mit hochfahren muss. Das gleiche ist bei 400 Millionen Dollar Overhead-Kosten, also General Expenses. Auch da geht sicherlich mit weiterer Skalierung was, sodass man da auch dann irgendwann in relativ naher Zukunft die Profitabilität sieht, die man übrigens auf EBITDA-Basis für die letzten vier Quartale jetzt ganz knapp erreicht hat. Ja, immerhin. Trotzdem ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 26 Milliarden Euro ist alles andere als günstig. Und da muss natürlich auch noch einiges beim Thema Wachstum passieren, damit das Unternehmen in eine irgendwie ja, handhabbare Bewertungsschiene reinfährt. Aber das Schöne bei digitalen Geschäftsmodellen ist eben auch, das kann relativ schnell gehen, wenn sich diese Steigerungen eben so fortsetzen lassen. Und Spotify ist da sehr, sehr präzise, wenn man sich mal auch die Jahreszahlen, ein paar Jahre gibt es das Unternehmen ja schon, anschaut, wie kontinuierlich und wie bombenstark da die Umsätze ausgebaut werden und Kunden auf der einen Seite gewonnen werden, aber offensichtlich auch ein guter Teil gehalten wird. Und das ist ja etwas, was wir bei einem anderen Unternehmen wie zum Beispiel HelloFresh ein bisschen kritischer diskutiert haben, dass es dem Unternehmen vielleicht nicht so einfach fällt, die Kochboxen permanent zu verkaufen, wenn man dann wieder in Restaurants darf und wenn man wieder verschiedene andere Sachen machen kann. Aber Musik und Podcasts und Hörbücher, die ja bei Spotify in den Paketen mit enthalten sind, die hört man eigentlich immer. Ob nun Krise ist oder auch ja, wieder alte Sonnenschein.
Ja, und ich glaube, dass gerade durch diese Krise viele Menschen auch diese Plattform jetzt entdecken und dabei bleiben, weil sie wirklich gut ist. Also ich nutze sie selber, ich bezahle sie nicht, ne, weil meine Frau hat irgendwie da so 2 Euro zusätzlich auf ihrem Account zu bezahlen. Dann haben wir so eine Familienfreigabe, damit kann ich das nutzen. Ich finde das großartig. Also es ist nicht jedes Lied, was ich gerne höre, dabei. Ich habe immer noch meine iTunes-Mediathek. Also ich mag ja so exotische Sachen, so wie beispielsweise Fanny van Dunn, als Willy Brandt noch Bundeskanzler war. Ne, kann ich bei Gelegenheit mal vorspielen. Sowas gibt es da nicht, aber ansonsten, es ist schon ein ganz ordentliches Reservoir. Matthias Reim ist dabei. Es gibt sehr, sehr gute Podcasts. Man hat ja auch im Rahmen einer richtig teuren Übernahme nochmal in das Podcast-Angebot, in die Podcast-Technologie, die ganze Plattform investiert. Ich habe letztes Jahr bei den Online-Marketing-Rockstars den CEO dieser übernommenen Firma in einem Vortrag gehört und war sehr, sehr, sehr begeistert. Das ist definitiv ein Megatrend-Podcast. Da sind sie sehr gut positioniert. Ich habe mir diese Aktie deswegen, auch weil wir eben selbst dort Geld ausgeben, ins Venture-Depot gelegt, um sie einfach zu beobachten. Um daraus jetzt eine strategische Kernposition zu machen, würde mir momentan noch so die Bestätigung fehlen. Dafür ist es mir zu speziell und auch noch zu sehr auf der Kippe, was die Profitabilität angeht. Das soll zu Spotify gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, über das man ganz grundsätzlich eigentlich nur Gutes sagen kann. Wir müssten jetzt eigentlich abstimmen, welches Unternehmen noch fehlt. Ja, was? Ich glaube, du hattest es angekündigt, was jetzt kommt. So. Aber wir fangen mal mit den positiven Sachen an. Seit 2004, seitdem ich mir die Zahlen angeguckt habe, ein unglaublich beeindruckendes Umsatzwachstum von 9 auf 58, auf 108, auf 195 Millionen. Und mittlerweile ist man eben angekommen, in 2018 bei 2,294 Milliarden sind es dann schon und bei 2,851 Milliarden. Ja, leider nicht für 2019, sondern für die 12 Monate bis zum 30.09.2019. Denn das Jahr 2019, damit lässt man sich noch ein bisschen Zeit. Denn es gibt so Sachen bei diesem Unternehmen, die laufen total gut und das ist die Umsatzsteigerung und verschiedene andere Sachen. Und es gibt Sachen, die laufen bei diesem Unternehmen auf einem Level beschissen und das kann man überhaupt nicht mehr anders sagen, dass einem Angst und Bange wird. Denn wenn man schon von der Financial Times Deutschland in den letzten Jahren mehrfach negativ angezählt wurde, weil man da möglicherweise irgendwas im Bereich der Buchhaltung nicht im Griff hat, man aber trotzdem fürs Jahr 2018 was war die Zahl? 642 Millionen Euro EBITDA ausweist und fürs Jahr 2019 am 30.09. wie gesagt 821, dann sollte bei diesem ganzen EBITDA oder auch bei dem Net Income von 395 beziehungsweise 541 Millionen Euro doch ein bisschen was übrig sein für eine ordnungsgemäße Buchhaltung, damit sich ein derartiger Schrott, wie er sich ganz offensichtlich bei der Prüfung, die man ja selber in Auftrag gegeben hat mit KPMG, nicht so ein Schwachsinn passiert, wie er jetzt in dieser Woche offenbar geworden ist. Wirecard ist ein wirklich von den puren Kennzahlen her ein sensationelles Unternehmen, aktuell sogar affengünstig, wenn man diesem Unternehmen doch nur das dafür notwendige Vertrauen auch entgegenbringen könnte, dass diese Zahlen etwas mit der Realität zu tun haben. Und Christian, ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber nach dem, was man nach der Vorlage dieses ja mehrfach auch verspäteten KPMG-Gutachten da so gelesen hat, auch wie die eigene Wahrnehmung des Ganzen ist und wie die auszugweise ja von Finanzszene.de sehr gut herausgearbeiteten Lowlights dieser Kommentierung von KPMG ausgesehen haben, kann man sich doch eigentlich nur mit Grauen abwenden oder man sagt eben, der Braun kriegt das alles hin. Ja, also mich langweilt das Ganze, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja sonst jemand, ich kann mich ja über alles Mögliche echauffieren. Ne? Also wie Royal Dutch vor 6 Wochen über Dividendenpolitik, da kann ich was sagen, ganz viele Sachen. Aber Wirecard langweilt mich einfach, weil es ist seit 1,5 Jahren dasselbe und es hat auch nichts mehr mit einer Aktie zu tun. Sondern die Diskussion über Wirecard, das ist
letztendlich sowas Religiöses. Es gibt eigentlich Fanboys oder es gibt Basher, dazwischen gibt es gar nichts. Meine Position an der Stelle ist relativ einfach. Ich hoffe und bete wirklich, da wird es dann wieder religiös, dass bei Wirecard alles so weit in Ordnung ist. Der KPMG-Bericht hat ja substanziell jetzt also im Sinne von Betrug groß angelegt, à la Comroad nichts gefunden, weil alles andere wäre ein Desaster für die Aktienkultur und auch für den DAX. Ich hoffe auch inständig, dass Wirecard diese Transparenz, Governance, Compliance-Themen, Kommunikationsthemen endlich auf die Kette kriegt, weil auch das ist eine Peinlichkeit für den deutschen Leitindex. Und ansonsten muss man einfach sagen, das Geschäft von Wirecard scheint zu funktionieren. Es sind Wachstumsraten hier über 5 Jahre beim Umsatz von 40%, beim EBITDA von 41%. Es ist ein geschätztes künftiges Gewinnwachstum von den Analysten über 3 bis 5 Jahre von 36%. Wohlgemerkt alles pro Jahr. Das scheint zu funktionieren, nur wenn man aus einem solchen Geschäftsmodell wirklich Unternehmenswert herleiten möchte an der Börse, dann muss man die Essenzen der Börse zumindest zu einem gewissen Grad erfüllen und sich nicht borniert gebärden wie eine Pommesbude und so tun, als hätte man das, weil man eben so wahnsinnig erfolgreich ist im Stammgeschäft, alles nicht nötig. Und Dinge, das hat mir einfach gereicht, Seite 20 des Prüfungsberichts, wie dass man verschiedene Anforderungen von KPMG nicht oder nur verspätet erfüllt hat, zu Terminen nicht oder nur verspätet erschienen ist. So etwas ist unprofessionell, so etwas geht nicht und so etwas ist eine Beleidigung eigentlich jeder Pommesbude. Und deshalb ist dieses Unternehmen mit diesem Wachstum, mit dieser Profitabilität, wir reden hier über eine EBITDA-Marge von 27,7%, das ist großartig. Deswegen ist dieses Unternehmen nur 11 Milliarden Euro wert zum heutigen Tag, Ultimo April. Deswegen ist es umgesetzt in das für dieses Jahr geschätzte KGV 14,9-fach nur bewertet, was lächerlich ist, gemessen an Square KGV 93, Adyen KGV 100, Fiserv KGV 22 und selbst Ingenico, diese doch reichlich analoge französische Butze, die inzwischen mit einem KGV von 24 übernommen wurde. Und ja, so viel dazu, wenn Christian sich nicht echauffiert. Das war im Grunde genommen auch ein ganz sauberer Rant. Also von daher, wir haben überhaupt nichts, um da auch gleich mal wieder, weil wir vorhin auch so ein paar Twitter-Kommentare hatten, es geht nicht um Bashen. Das ist ein klasse Unternehmen. Die scheinen auch toll aufgestellt zu sein. Und der Braun ist ein genialer Manager, das muss man auch sagen, genialer Unternehmer, der hat das übernommen nach dem neuen Markt, wirklich als Wurstbude, das war nichts und er allein mit seinem Team und seinen ganzen Skills hat diesen Milliardenkonzern geschmiedet. Das ist eine unternehmerische Leistung, die ist zum Niederknien. Nur nicht jeder, der ein guter Unternehmer ist, der etwas aufbaut, der das Geschäft versteht, kann gleichzeitig auch noch ein großartiger CFO und COO sein. Deswegen heißt das ganze Ding Unternehmen und es ist ja genügend da, um sich ordentliche Leute zu holen. Man darf halt nur nicht dominiert sein. Dafür ist Geld da und dafür sind die Überschüsse da und selbst nach Steuern sind dafür die Überschüsse da und die Kosten, die man für eine funktionierende und für eine professionelle Buchhaltung, die diesen ganzen Standards standhält, die kann ja unmöglich diesen ganzen Gewinn auch, und wenn es dann 10 Millionen kostet, auch da muss man einfach mal sagen, ist doch egal. Den Laden muss man an der Stelle in den Griff bekommen. Und damit beleidigt man im Grunde genommen, Christian, ja eigentlich jede Pommesbude. Wenn Curry 36 so eine Buchhaltung hätte, dann würden die dicht gemacht werden. Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, dass so etwas so lange so eklatant sein kann und man die Zeit, die ja da war, nicht genutzt hat. Das hat so ein bisschen was von Haarprobe von Herrn Daum, als er gesagt hat, naja, ich mache das und dann ganz überrascht war, dass er dann doch Koks gefunden wurde. Also man muss noch mal sagen, wobei hat man Wirecard ertappt? Man hat sie nicht wirklich beim Betrügen ertappt. Man hat sie
an der einen oder anderen Stelle bei der Schlamperei ertappt. Vor allen Dingen hat man aber sie ertappt bei der Unprofessionalität und bei der Borniertheit. So, und das sind eigentlich Themen, die kann man in den Griff kriegen, wenn man einen starken Aufsichtsrat hat. Der wird jetzt auf jeden Fall verstärkt durch die großartige Hauke Stars, langjährige Vorstandsfrau bei der Deutschen Börse. Das kam heute raus. Da müssen noch ein paar andere gute Leute mit Business-Erfahrung an der Schnittstelle zum Kapitalmarkt mit rein. Sowas wie von der Job Description von Frau Stars ist wirklich großartig. Man wird die Frage stellen müssen, ob Markus Braun wirklich mit dieser Machtfülle im Vorstand richtig ist oder ob man da nicht was beschneidet oder Chris Hohn hat gefordert, ihn auszuwechseln. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Er wäre eigentlich eher so ein Chairman, aber dafür ist das deutsche Recht halt nicht ausgelegt. Und Anleger, das ist die Frage, um die es natürlich jetzt geht, was machen wir mit der Aktie? Ja, darüber sollten wir reden, weil ich habe diese Frage so oft bekommen in den letzten 2 Tagen. Und was macht man, wenn man sie beispielsweise bei 120 gekauft hat, wenn man sie bei 130 gekauft hat? Das war ja dann in der Regel in den letzten 6 Monaten, in den letzten 9 Monaten. Da hat man ja in ein Unternehmen investiert, von dem man genau das wusste. Großartiges Geschäft, aber extreme Governance- und Compliance-Defizite. Daran hat sich nichts geändert. Die Investment-Story an sich ist ja weiterhin intakt. Das heißt, wenn ihr nicht davon ausgeht, dass Wirecard doch so intelligent ist, dass sie selbst KPMG nochmal wieder in die Irre geführt haben und dass da ganz, ganz dicke Bomben in der Bilanz schlummern, dann hat sich ja eigentlich nichts geändert, die Aktie ist nur billig geworden, dann müsstet ihr natürlich engagiert bleiben. Wenn ihr hingegen sagt, naja, das hat jetzt den Investment Case geändert, weil ihr habt darauf gesetzt, dass sich schon jetzt Markus Braun wirklich ändert und ihr seht keine Perspektive dafür, dann müsst ihr an dieser Stelle raus. Und man kann sich eben genau diese Frage stellen, will man das so machen, will man das durchhalten oder will man eben auch darauf setzen, dass Markus Braun eben das unternehmerische Leitbild für dieses Unternehmen bleibt und dann eben auch die nächsten Wachstumsschritte mit diesem Unternehmen und dann auch für die Wirecard-Aktie hinbekommt. Und setzt man darauf, dass die endlich ihre Buchhaltung in den Griff bekommen. Wenn man darauf setzt, dann ist es ein wunderbarer Kurs. Denn dann ist die Aktie ja da sehr, sehr preiswert zu haben mit einem Wachstumstrack-Record, der ja überhaupt nicht in Abrede gestellt wird. Und eigentlich, wenn Sie wirklich diese Zahlen auch mit den entsprechenden Belegen bestätigen können und das entsprechend aufbereitet können, dann ist das... Und dann wird das eine super Geschichte in den nächsten Jahren sein. Dann wird man sich aber trotzdem immer noch fragen, ob dieser Blödsinn denn sein musste, wie man ihn hier veranstaltet hat und sich diese Blößen gegeben hat, die ja, also im Grunde genommen ja wirklich, was Corporate Governance anbelangt, jeder Beschreibung spotten und auch jeder Würstchenbude spotten. Und ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, ja, weil einige immer denken, naja, Compliance, Governance, Transparenz, Kommunikation, Investor Relations, das sind doch alles so Themen, naja, die gehören halt dazu. Am Ende ist es das, was Gerd Schröder mal Gedöns genannt hat, wichtig ist auf dem Platz, sprich wichtig ist im Geschäft und solange das Geschäft da ist, wird irgendwann auch die Aktie laufen. Vorsicht Leute, wir haben es hier mit einem Finanzunternehmen zu tun. Es gibt auch eine Wirecard Bank und es gibt in vielen Ländern Registrierungen bei Aufsichtsbehörden und die legen natürlich sehr, sehr großen Wert darauf, dass das Gesamtkonstrukt Governance- und Compliance-mäßig alle Vorschriften erfüllt. Und wenn sich bei Aufsichtsbehörden international sukzessive der Eindruck festsetzen sollte, dass Wirecard das eben nicht drauf hat, dann treffen diese Defizite volle Kanne ins Geschäft. Das ist das wesentliche Risiko bei Wirecard. Damit hätten wir das auch besprochen. Und das war dann Echtgeld TV für heute und für diese Woche. Und ich nehme es jetzt einfach mal so in den Mund, wie wir es vorhaben. Wir sehen uns wieder nächste Woche oder wenn ihr es auf YouTube jetzt seht, dann sogar schon diese Woche, wenn ihr es ganz früh guckt. Wenn ihr es als Podcast hört, worüber wir uns auch freuen, dann sind wir auch bald wieder in der Podcast-Bibliothek zu finden. Und wir versuchen vor allen Dingen, den
Abstand zwischen Aufzeichnung dieser Sendung und Online-Stellung dieser Sendung sehr, sehr zeitnah, also im Mai, so zu reduzieren, dass es kaum noch Möglichkeiten gibt, das zu kritisieren. Wie wir das hinkriegen, werden die nächsten Wochen zeigen. Bis dahin bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, lasst eure Likes sowohl bei YouTube als auch bei Facebook, als auch bei Twitter, als auch bei im iTunes Store oder wo immer ihr uns abruft, hört und so weiter da. Empfehlt uns weiter, bleibt gesund, trefft gute Investmententscheidungen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal aus Berlin wieder, wenn es heißt Echtgeld TV, Kramer und Röhl.